Hallo meine lieben Freunde, wir sind wieder zurück bei Let's Play Star Wars The Old Republic. Ihr habt keine Lust. Wie ihr seht, wenn ihr das vielleicht seht, ist der liebe Ole einfach mal schon Stufe 41. Und dafür habe ich ihn erstmal zusammengeschissen. Was soll denn das? Ich habe halt... Ich wollte auch mal mit meinem Charakter weiterspielen. Ich wollte auch mal spielen und... Hab's ja nicht gemacht, weil ich dachte so, ja, das kommt nicht so gut beim Let's Play, wenn da auf einmal in Stufe 56 Charakter steht. Da geht's um die Story, ja? Hier geht's um die Story und nicht ums Leveln. Ja, aber da macht die Story ja keinen Spaß mehr, weil dann ist ja alles zu einfach. Naja. Wir müssen erstmal weiterkommen in der Story, ne? Tja, das letzte Mal waren wir... Ich meine, ich warte hier schon, weiß ich, wie viele Folgen drauf, dass du endlich auf der gleichen Höhe bist wie ich. Das hat ja nichts damit zu tun. Ich meine, wir haben ja auch noch Flashpoint gemacht und Heldenmission. Ja, juhu, ne? Ja. Guck mal, ein Nachrichtendings. Ja, ich habe keine Nachrichten. Wollen wir... Übrigens, wir haben mal... schon mal so eine kleine Gildenfestung gebaut. Wollen wir da mal hinreisen? Ja, zeigen wir die mal noch schnell. Naja, ich habe, das ist Drum und Kars Apartment. Habe ich noch so gut wie gar nicht ausgebaut. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich da hingekommen. Du gehst auf Fest, U. Drück U. Auf U, ach so. U, Gilde, Gilde und Reisen. Dann reist du dahin. Reis. Haben wir eigentlich ein paar, wir haben keine, oh mein Gott, wir haben keine imperialen Banner. Wir müssen die Rebellen. Nein, nein, wir brauchen imperiale Banner. Skip die Videosequenz. Skip sie einfach. Falls ich öfters mal huste, ich habe ein bisschen Schnupfen. Ganz traurig. Ja, genau, ganz traurig. Easy. Ich könnte ja eigentlich mal, wie teuer ist der? 75? Der Blick meines Charakters aus dem vom Balkon aus. Den du noch gar nicht betreten kannst eigentlich, so ich habe das noch freigeschaltet. Nee, ich war da eben drauf. Ich weiß, aber jetzt kannst du ihn nicht mehr betreten. Ich wollte mich aber da runterstürzen. Kannst du aber. Ach ja, hier regnet es ja die ganze Zeit. Auf Drum und Kars regnet es. Immer. War das nicht, wie hieß dieser Ort, wo die Klone geklont werden? Ja, auf Kamino, da regnet es auch die Kamino, ganze Zeit. Ja. Ist auch irgendwie dämlich. Wir müssen brauchen mal. Guck mal, ich kann jetzt hier einen sehr coolen Meterrechner hinstellen. Oh, ich werde rechnen. Voll hässlich, Alter. Das Ding ist, passt hier so überhaupt nicht in diesen Raum rein. Naja, ich meine, wir können ja auch hier rausgucken. Ich muss mal eben gucken. Stimmung. Guck mal, wir sehen den Tempel der dunklen Seite von hier. Wie schön. Siehst du es? Guck mal, mein Gesicht. Wartet, wir gucken uns dein Gesicht an. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Ich bin erwartungsvoll. Erkennst du den Tempel der dunklen Seite? Moment. Genau da vor hinten, uns. Ne? Genau dieses, vor uns. Ja, dieses riesengroße Teil, ja. Ja, da müssen wir auch noch hin. Cool. Aber da können wir aber reingehen, ne? Was in den Tempel der dunklen Seite? Ja, da musst du mit der Hauptquest rein. Können wir ein bisschen was zeigen? Wir haben hier noch so einen Raum, so hier. So. Können wir den auch? Ne, den können wir noch nicht. Erweiterung, nee. Was? 750.000 Credits. Das geht aber. Ja, aber trotzdem. 750.000, die schalten wir noch nicht frei, die Treppe, weil wir die Treppe haben, die reicht erstmal. Oh. Komm, die Treppe hoch. Die Treppe? Ja, Treppe, lass, komm, Treppe. Ja? Jetzt guck dir den Balkon an, den Preis für den Balkon. 3 Millionen. Scheiße. Dafür kannst du dir schon die Festung auf Nashadar kaufen. Ja. So, hier haben wir noch einen Raum. Und hier ist auch noch nicht freigeschaltet, machen wir auch nicht, weil wir eigentlich das Geld sparen wollen. Für unser Flaggschiff. Was haben wir denn da verfügbares? Ich habe noch gar nichts, ach so. Schade. Nee, Bodenbelag. Weil wir, also dieser Coolmeter-Rechner müsstest du auch aufstellen können, wenn du jetzt hier auf das große, also auf das Lilane zum Beispiel klickst. Man, das Lilane. Das hier der, ne? Ja, ja, einen großen Boden. Xadak-Meter-Rechner, ja. Ja, Sakul-Meter-Rechner. Brauchst du aber nicht hinstellen.
platzieren. Nein, der passt hier überhaupt nicht rein. Ich weiß gar nicht, wo wir, den können wir aufs Flaggschiff irgendwo mal stellen, aber nicht hier. Hier kommt... Das Apartment ist aber nicht so schlecht, wie ich dachte. Nee, es geht, aber... Ui. Also mir persönlich gefällt jetzt zum Beispiel Yavin irgendwie noch so ein bisschen besser, aber... Okay, aber wir wollen ja etwas produktiv sein. Was? Also zurück nach Drom und Kas. Nicht wahr? Okay. Wir wollen produktiv sein. Also. Moment. Zurück nach Drom und Kas. Nein, Abbruch. Hä? Schnellreise. Oh. Kann ich die schnell? Hä? Nein, du gehst auf Bereich verlassen. Über der Karte. Aha, so. Und dann zurück nach Drom und Kas. Alles genau. Ach, Drom und Kas. Ein super toller Ort. Da sehe ich schon deinen Namen. Da bin ich auch. So, dann treiben wir. Übrigens, guck mal, habe ich dir schon mein neues Dings gezeigt? Das habe ich auch noch nicht gezeigt. Habe ich mir letztens gekauft. Ich möchte auch ein Reittier haben. Aber ich muss noch zwei Stufen leveln. Meine Runde hübsche. Soll ich aber sagen? Klar. Ich habe schon Dings frei. Warte mal, wir müssen zu Lord Gra. Die Mauer. Mauergleiter. Bei mir steht Gleiter des Kas. Achso, ja, hier. City-Zugang. Nee. Kas-City. Du musst bis runter zur Mauer, die Mauer, Mauergleiter. Mauergleiter, okay. Solange es nicht wie beim letzten Mal einfach so richtig dämlich kommt, dass man dann noch 10 Stunden laufen muss. Nur ein bisschen laufen musst du schon, du musst dich halt durch eine ganze Anlage kämpfen, ne? Aber... Ich werde mir wohl bald mal die Elder Scrolls 5 Skyrim kaufen. Kann weil ja bald, machen? Weil bald ja dieser Dings Multiplayer Mod rauskommt. Und ja, wenn du, also ich meine, du hast ja auch Skyrim. Da kannst du dir auch gleich Elder Scrolls Online kaufen, ne? So ist nicht. Nein, aber das ist halt was anderes, weil Skyrim, Dovahkiin, ganz viele Drachenschreie. Und Elder Scrolls Online ist einfach so... Ja... Man kann's machen. PvP-Gematche. Ja, das auch. Das ja, auch. Weil du ja auch Skyrim hast und Skyrim halt billiger als ESO ist. Ja, und du ja auch Mods installieren kannst. Also... Ja, sollte ich in der Lage zu sein eigentlich. Ich muss noch den Typen hier. Nee, das ist Handlungsbogen Drom und Kas. Das ist noch eine extra Quest. Ich möchte die aber machen. Das ist aber noch wieder extra weiterlaufen. Also ich... Ja, aber ich meine, das ist irgendwie so lila und lila ist halt so eine Sache. Lila ist eigentlich das Handlungsbogen, das musst du nicht unbedingt machen. Hast du hier die Heldenmission angenommen? Schon. Ach so, die muss ich annehmen. Die kann ich nicht annehmen. Wieso kannst also du noch nicht. Das macht mich traurig. Vielleicht hast du sie auch schon angenommen. Ah, vielleicht. Aber die Quest zum Beispiel, weil wir da ja eh hinrennen. Die können wir annehmen. Bitte bleibt stehen und lasst die Waffen stecken. Die Droiden scannen euch jetzt. Och, bitte nicht. Alles in Ordnung. Verzeiht bitte, wir sind auf der Hut vor Lord Grathams Leuten. Ich bin es leid, ihn auf meinen Jungs rumtrampeln zu lassen. Mein Lichtschwert ist die einzige Autorisierung, derer ich bedarf. Bei allem Respekt. Nur weil ihr ein Sith seid, lasse ich euch noch lange nicht durch. Nicht, wo einer eurer Sorte das Problem darstellt. Hört zu, bleibt doch noch. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber Grathan ist ein Albtraum. Ja. Fislord ist abtrünnig geworden. Er ist auf seinem Anwesen jenseits der Mauer. Er hat Waffen, Schilde und einen Kader an Wissenschaftlern, die neue Technologien gegen uns entwickeln. Grathan verlangt Respekt und Autorität vom Rat der Sith. Also hat er sich, wie bei den Sith üblich, gegen seine Meister gewandt, um seine Macht zu beweisen. Jetzt plagen wir uns mit seinem Wahnsinn rum. Wenn ihr also sowieso hier seid, um Grathan Probleme zu machen, könnt ihr uns genauso gut helfen. Ihr habt die Waffen und die Ausbildung. Erledigt das alleine. Ich würde ja gerne, aber mir sind die Hände gebunden.
Es ist so, diesem Sektor sind fast 100 Männer zugeteilt. Einige auf der Mauer, einige beobachten Gratan. 20 sind verschwunden. Meine Jungs, quasi meine Kinder. Gratan hat sie mir genommen und ich will sie zurück. Wenn eure Leute sich nicht selbst helfen können, warum sollte ich es tun? Verdammt, wir reden hier von imperialen Soldaten. Ich habe mit ihnen zusammengearbeitet. Einige sind noch so jung. Ich weiß auch nicht, was Lord Gratan von ihnen will. Vielleicht hält er sie als Geiseln, um uns zu demoralisieren. Oh mein Gott. Wer weiß das schon. Wenn ihr ohnehin auf Gratans Grund müsst, holt sie da raus. Sagt ihnen, sie sollen sich bei der Herzogin melden. So. Genau das gleiche hatten wir doch auch gedacht, ne? Was? Dass wir, weil wir ja eh dahin müssen, können wir das ja auch machen. Ja, ja, genau. Herzogin? Das müsst ihr mir erklären. Versucht ihr doch mal, Offizier zu sein, ohne euch einen Spitznamen anheften zu lassen. Berichten zufolge hat Gratan Gefangene in einen anderen Flügel überführt. Ich weiß nicht, ob es sich um meine Leute handelt, aber man sollte der Spur nachgehen. Seid vorsichtig. Gratan ist nicht zimperlich. Alles okay. Klar. Super. Dann gehen wir da jetzt nochmal mit ihr rein. Los geht's. Okay, hau rein. So, ich könnte jetzt ganz böse sein, ne? Und... Ja, du... Na, vor allen Dingen, weil ich jetzt schon mittlerweile gleicher Stufe... Also gleicher Navigation Rang. Wartet, ich guck einmal... Nee, Sith Krieger. Wo ist es denn? Nee, bei allgemein, ne? Flott, wo ist das? Fahrzeuge? Flott, ne? ist... Ach da, Stufe 3. welche... Welche missmutig. Dass ich keine Angst habe, in das Anwesen eines Sith einzubrechen. Musste erstmal noch eine tolle Stimmung auswählen. Die könnten wir auch noch annehmen. Können wir. Machen wir. Verdammt, ich habe schon wieder vergessen, den Timer anzustellen. Psst. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Lord Gratan hat seine Augen überall. Er ist sehr misstrauisch allen Fremden gegenüber. Er darf nicht sehen, was wir tun. Mit wem habe ich das Vergnügen? Captain Brynn, Sondereinheit der Imperialen Armee. Diese Arbeit erfordert höchste Konzentration, ein besonderes Gemüt. Gratan ist eine Bedrohung, eine große Bedrohung. Der Typ verrückter Wissenschaftler. Er mag Waffen, Cyborgs, Droiden, ergonomische Stühle. Mein Auftrag ist, ihn im Auge zu behalten, auf alles zu achten, was verdächtig ist. Ich weiß jedoch nicht, was ihr hier tut. Ich besuche nur meinen alten Freund Lord Gratan. Ich glaube euch nicht. Lord Gratan hat keine Freunde. Ich dachte... Zumindest nicht viele. Ah. Ihr habt so ein Funkeln in den Augen, als wärt ihr nicht für einen freundlichen Besuch hier. Nun, ich habe die Anweisung, auf Distanz zu bleiben und Lord Gratans Anwesen weder zu betreten, noch auf sonstige Weise Aufsehen zu erregen. Ich soll jedoch Informationen über ein bestimmtes Geschütz beschaffen. Einen Prototyp, für den der abtrünnige Lord Pläne haben soll. Das Imperium will das Geschütz in Serie bauen. Was ist an diesem Geschütz so besonders? Ich kenne keine Einzelheiten. Nur, dass es sehr zerstörerisch sein soll. Lord Gratan versteckt die Geschütze irgendwo auf seinem Grundstück. Ich werde ja selbst danach suchen, aber Befehl ist Befehl. Ich muss die Stellung halten. Da ihr nun schon hineingeht, könntet ihr wohl nach den Plänen für diese Geschütze Ausschau halten? Nicht ohne entsprechende Entlohnung. Ihr werdet bezahlt, wenn ihr den Auftrag erledigt habt. Die Sache ist nur, dass ihr nur an den Geschützen vorbeikommt, wenn ihr eine Wache ausschaltet und euch einen Sicherheitsausweis besorgt. Sollte kein Problem sein. Die Sicherheitsausweise senden ein Signal an die Geschütze, das den Träger als verbündete Einheit identifiziert. Besorgt euch zuerst einen Sicherheitsausweis von einer Wache. Dann sucht die Geschütze und holt die Pläne dafür. Einfach, oder? Ich werde hier draußen die Augen offen halten. Genau, wo wir uns getroffen haben. Ja, zeigt das an ihr jetzt. Ja, okay. Los geht's. Klatschen wir wieder um. Digga, ja... Was sind die Leute alle auf diesem Planeten total unfähig, oder was? Ja, ab und zu. Ach, guck mal, hier ist alle umgeklatscht. Oh, ich wurde... Der Befehl wurde mir erteilt, dass ich hier warten muss. Ah, ich würde ja gerne so... Das sind imperiale Björn, die sind, Schon besser.
Na gut, ich würde ja auch nichts machen, so weiter. Du kannst das hier alles aufnehmen, eigentlich. Ja, nee, du musst aber auch, also da ist ein Sicherheitsausweis. Ja, also das Kredit so und so, das kannst du auch nehmen. Ja, du nimmst aber auch welche davon auf. Ach so. Immer automatisch. So, warte mal, wo gehen wir denn als erstes lang? Wir gehen erst geradeaus. Gut. Weißt du was, ich will diesen Elite-Gegner hier noch mitnehmen. Hast du die Credits hier schon aufgenommen? Ja, ja, ich habe alles, was ich aufnehmen konnte, aufgenommen. Aber ich kriege ja auch immer noch welche, wenn du aufnimmst, irgendwie. Also du nimmst welche auf, ich nehme welche auf und dann, ach, keine Ahnung. Da hinten ist ein Kühltank. Gut. Ich weiß gar nicht, ziehen die eigentlich... Warte mal, ich muss mal was... Lass uns mal was ausprobieren. Ziehen, ja, die ziehen mit, also nehmen wir die auch noch gleich mit hier alle. Alles, was es hier an Gegnern gibt. Gut. Ja, ich fühle mich ja jetzt noch unnötiger als davor. Ach, guck mal, da hinten liegen das Credits. Gimbal, du kannst eigentlich weg. Eigentlich weg. Schon, eigentlich brauche ich bitte auch nicht. Eine kleine Pause kann ich gut vertragen. Ja, weil vertragen. Das, die steht einem total im Weg so. Bei anderen Opas, MMOs etc., wo man keinen Begleiter hat, ist das viel entspannter. Naja, aber du musst sehen, dass als Heiler die schon manchmal ziemlich sinnvoll sind. Also. Autorisierung, Identifizierung nicht möglich. Stehen bleiben! Was geschieht hier? Oh, jetzt hab... Kommt ihr von Lord Gratan? Seid ihr ein Eindringling? Identifizierung nicht möglich. Jetzt habe ich wieder ziemlich viele... Ich glaube, das Spiel hat sich wieder bei mir aufgehängt. Oder es ist... Für einen Schrotthaufen bist du ganz schön emotional. Ihr versteht nicht. Ich bin keine Maschine. Also ich zumindest ist bei mir gerade die Verbindung und alles down. Neuzuweisung der Prioritäten. Ich bin Fenrich Tolvershan. Imperiale Militärdienst Nummer 218A697. Bitte schickt euch die Herzogin. Bitte helft mir. Euer Captain schickt mich, um euch und die anderen zu befreien. Komischerweise, du gibst immer noch Antworten. Wir konnten uns nicht. Ich weiß, ich bin ja nicht rausgekommen, aber ich habe jetzt gerade nur mal 14 FPS. Oh, so, naja, gut. Und bei mir ist die Die Wissenschaftler bohrten unsere Köpfe auf und steckten uns in Ruinen. Hast du noch irgendwas anderes an vielleicht? Steam oder so? Bei TS, bei Öl auch ein. Sie programmieren uns für fortschrittliche Hast du Steam zum Beispiel noch an? Download irgendwie? Nee, jetzt. Nee, ich habe gar nichts weiter an. Das liegt daran, dass schon wieder jemand bei mir im Internet ist. Ich hasse unser Bambus-Internet. Kann ich nicht irgendwie helfen? Ach, ja, warum? Ich bin der Letzte. Die anderen wurden umgerüstet. Sie können nicht reden. Nicht ungehorsam sein. Aber sie denken. Sie fühlen. Bitte hört zu. Ihr könnt uns abschalten. Sendet den Abschaltcode von der zentralen Steuerungskonsole. Bitte. Ihr könnt dem ein Ende machen. Benutzt die Steuerungskonsole. Ich kann nicht mitkommen. Motor und Kampfsysteme außer Funktion. Mach, dass die Schmerzen aufhören. Alles klar. Wieso auch immer jetzt so heftige Frame Drops sind. Ich habe keine Ahnung. Das ist... Wer weiß das schon? Ekelhaft. Jetzt bin ich auch wieder bei 2. Jetzt bin ich wieder bei voll. Du leckst, also, du leckst aber stimmt auch. Stimmt nicht. Ja, irgendwo.
Wir sehen ja. uns. Lex doch im TS jetzt so richtig so ein bisschen. Sehr ich das hassen. Ja. So, jetzt musst du bloß die Konsole machen. Ach ja. Das ist so ekelhaft. Schön dunkle Seitepunkte sammeln. Gut. Die Geschütze nach vorne machen. Und wieder ein Fahrstuhl. Bis bald. Dann machen wir jetzt einmal hier einen kleinen Cut und sehen uns dann später wieder. So, da sind wir auch wieder. Mhm. Es war nur eben ein paar kleine Verbindungsprobleme bei mir. Aber jetzt ist alles wieder gut. Können weitermachen. Okay, los geht's. Hey. Herzlich willkommen. Oh, stopp. Okay, Ball, geh doch mal weg. Du kannst weg. So. Ui. So. Und weiter geht's. Aber da hinten in die andere Richtung sind auch noch Ziele. Welche meinst du jetzt in genau die entgegengesetzte? Ja, ja, das ist die Heldenmission. Können wir... Na, vielleicht schaffen wir sie noch, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Okay. Gut. Ja, ich weiß, warum das so lange gedauert hat. Wahrscheinlich, weil wir auch so Gespräche und nicht geskippt haben, weil Gespräche... Ja, gut. Aber wir wollen uns... Die Gespräche sind ja gerade das Tolle, ne? Ja. Also wollen wir uns genau die, so, warte, du musst einmal hier vorne rein. Ja. Deine Hauptmission. Nein, geh tot. Get down, man. Ich hab mir übrigens doch Discord geholt, ne? Ich bin enttäuscht von dir. Wusste ich ja, glaube ich, sogar schon. Ich hol's mir trotzdem nicht. Das Einzige, was mich dazu denn doch überredet hat, mir das zu holen, ja, war, dass es... Ach ja, das ist wirklich ein eigentlich echt gutes Interface hat und ich kein Facebook habe. Bitte sagt mir, dass Lord Sesh euch geschickt hat. Ich halte es hier nicht mehr aus. Ich will nicht sterben. Ihr sollt ein Gerät entwickelt haben, das Cyborgs beschädigen kann. Gebt es mir. Das Gerät? Oh, ihr meint den Cyber-Neutralisator. Der Gerät. Meine bislang beste Arbeit, obwohl ich noch keine Ahnung habe, wozu man sie wohl nutzen könnte. Wenn ihr auf diese Art etwas von mir erfahren wolltet, muss ich eure Hoffnungen leider enttäuschen. Nein, ich will überhaupt nichts wissen, was mich nichts angeht. Ich wollte euch nur warnen. Lord Sesh will diese Waffe gegen Cyborgs einsetzen, aber die meisten Cyborgs sind nur zu 10% Maschine. Das Opfer müsste zumindest 50% Maschine sein, damit der Neutralisator echten Schaden anrichten kann. Danke für die Warnung. Ihr könnt ihn haben, wenn ihr wollt. Es ist nur ein Prototyp, aber einem einzelnen Droiden solltet ihr damit schwer zusetzen können. Ihr findet ihn im Labor. Gratan gewährt mir jedoch keinen Zugang zu den nötigen Energiezellen. Ihr müsst sie seinen Droiden entwenden. Okay, jetzt ist es Zeit zu sterben. Nein, bitte.
Lord Sage wollte mich befreien. Eigentlich hätte ich ihn auch am Leben gelassen, weil eigentlich will er ja nichts Böses, aber trotzdem erst bin ich sympathisch gewesen und dunkle Seitepunkte, naja. Hab und so weiter. Ein Gildenmitglied ist online. Na, welches ist wohl online? Es ist Titano ist Lyano. Online. Lyano. Lyano. Lyanto oder wie er auch heißt. Lyanto. Ja. So, warte, jetzt müssen wir uns hier noch durchführen. Wie tot, du elendiges, du elendiger Ratzkopf. Credits. Haben wir da? Ach Gott, wir haben schon wieder unsere Gefährten dabei, die wollen wir doch gar nicht dabei. Ich werde euch fehlen. Ja. Tschüss, Gimbal. So, ich werde es wohl wahrscheinlich doch nicht auf Stufe 20 schaffen in dieser Folge. Ich glaube nicht. Aber ist ja klar gewesen, dass das so passiert. Das könnte man vielleicht mal machen, da hätten wir jetzt vielleicht einen Flashpoint in der ganzen Folge machen müssen. Dann hättest du vielleicht... Ich bin eigentlich immer so pro Flashpoint immer so zwei Level aufgestiegen oder so. Na gucken. Ach so, Inventar ist ja voll. So einen Scheiß brauche ich nicht. Ja. Das brauche ich vielleicht. So, ich gehe schon mal rein hier, ne? Das kann ich nicht brauchen. Okay. Kommst du auch rein? Ja, ich musste eben gerade was gucken. Durch die Tür. Oh, da ist der Dings da, der... Nicht runterspringen. Wenn du runterspringst, dann bist du tot. Höchstwahrscheinlich, also, na gut, wäre jetzt schon ganz unten gewesen. Ja gut, aber ich hab ja genau den richtigen Moment abgepasst. Ich weiß, was ich tue. Guck mal, da ist jemand. Ja, brauchen wir nicht. Warte mal, wir müssen jetzt, ich muss einfach gucken, wo wir lang müssen, da. Die Richtung... Jet Set Radio. Verdammt, ich bin recht. Nein. Warte, kurz. Ach nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch zürnen. Oh mein Gott, ein Flammenwerfer. Okay. Credits. Ups. Oh, ich brenne. Oh nein. Ich nicht. Ich bin damit durchgerannt. Hey, DJ. Oh mein Gott, nein! Kaffee. Ich werde zu viel Geld, jetzt reden wir mit ihm. Was geht's? Ja. Oh nein! Oh! Eine Katastrophe! Eine schrecklich! Jemand muss mich aufhalten! Jemand muss mich sofort aufhalten! Du bist ein großer Droide. Halte dich selbst auf. Oh, wenn ich nur könnte. Ich beherrsche über 100 Sprachen und Sprachvarianten. Und in keiner davon ist die Verbindung von Personen und Feuer positiv. Warum wurde ausgerechnet ich ausgewählt, diese schrecklichen Dinger zu warten und ihre Baupläne zu hüten? Ich verstehe es nicht. Hätte ich doch nur nicht diesen schrecklichen Sicherungsbolzen, der mein Handel beschränkt. Ich würde diese Geschützpläne auf der Stelle vernichten. Moment. Du hast die Pläne zu diesen Dingern? Die Pläne für die Geschütze sind in meinem Speicher. Wenn der Sicherungsbolzen weg wäre, könnte ich sie löschen und verhindern, dass neue Geschütze gebaut würden.
Das ist beinahe genauso gut wie die Geschütze selbst zu deaktivieren. Wenn Sie organisches Leben schätzen, dann entfernen Sie bitte meinen Sicherungsbolzen und lassen Sie mich die Pläne ein für alle Mal zerstören. Wollen wir das machen? Nö. Also ich sage nö. Ich weiß nicht, organisches Leben. Ich kopiere die Pläne für das Imperium. Wenn Sie darauf bestehen, kann ich nichts tun. Ich bin schließlich nicht für den Kampf programmiert. Wenn es nach mir ginge, dürften organische Lebewesen sich gegenseitig nicht solche schrecklichen Dinge antun. Wir tun einfach so, als wären unsere Gegner Droiden. Oh je, wenn ich einen Magen hätte, würde mir jetzt schlecht werden. Alles klar. Okay, aber wir beenden hier die Folge. Ja, denn okay. Jetzt sind wir gleich bei 30 Minuten. Und, ne? Also, erstmal Gefährten wieder wegschicken. Bis bald. Ich weiß nicht, ich hätte den Droiden auch, glaube ich, geholfen. Kamera schwenken. Und wo ist es? Ja, bei Kommunikation. Und tschüss. Macht's gut.